Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Let's Play Alex und gucken uns heute Chloes Bar an. Hallo Bar. Wahnsinn, das ist hier ja richtig. Hast du sie Oh. noch bloß niemanden zu tief in die Augen? Es Ace. kann es schnell passieren, dass du als Staubfänger vor den Mauern endest. Eine Woche. Ich muss dringend mal speichern, nochmal ein Bier nehmen. Lass das! Komm, da stand nicht verboten. Ich weiß gar nicht, was ihr euch so aufregt. Hast du Wohnen, endlich Liebe. rausgefunden? Ja, Chad war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht, aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung. Wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Okay. Hast du sie noch alle? Hast du sie noch alle? Das ist die Frage. Snaps. Pass das nächste Mal etwas besser auf, klar? Wenn hier noch jemand. Sprecht ihr noch? Oh. Was? Ah, Einbahnstraße. Ich hätte von der anderen Seite reingehen müssen. Na gut. Mächtiger Heiltrank. Ein Apfel. Da unten darf ich auch nicht hin. Will ich aber eigentlich. Gerade weil ich nicht darf. Ich will da unten hin. Ein Outlaw, ein Hinsetzen. Ich hab die Scheiße so satt. Klö. Und der Barkeeper. Was kann ich gegen dich tun? Super Witz. Was habt ihr anzubieten? Alles, was deine Sinne benebelt. Alkohol, Stims, nur kein Elex. Der Trip von dem Zeug ist echt scheiße. Zeig mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Wollen wir doch mal. Eintopf. Bestes, um sich zu benebeln. Dick und deftig und dickflüssig. Snaps. Ist was gar ist, trink was klar ist, red was wahr ist. Ja, okay. Brause, Bier, Brot, Wein, Wasser, Lebenssaft. Ach so. Ja, nee. Ist okay. Sag mal, gibt es eigentlich ein Problem? Ist ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Okay, today. Sprechen wir jetzt mit Chloe. Oder vielleicht doch erst mit Ray, wenn ich ihn wiederfinde. Nee, nicht Ray, Ace. Ist das dein Ernst? Hä? Ace war doch eben gerade noch hier, verdammte. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Das ist Ace. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. No? Junge? Irgendwas ist komisch an dir. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Das ist eine lange Geschichte. Dann erzähl sie mir. Am besten spendierst du mir einen, dann kann ich besser zuhören. Oh, diese... Ach. Hier, kauf dir davon etwas. Ah, du gehörst zu den Guten. Das habe ich gleich erkannt. Und die Sache mit deiner Geschichte, die kannst du mir später immer noch erzählen. Denn, naja, weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Aha. Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Oh, praktisch.
Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. Das heißt, seine Berufstätigkeit besteht darin, nach Möglichkeit nichts zu tun. Wie gewonnen, so zerronnen. Okay. Offenbar kann man ihn nicht überzeugen, mit einem zu spielen, solange sein Bruder nicht da ist. Die Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Dein Ernst? Vor wem versteckst du dich? Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Vor wem ich mich verstecke, das ist gefährliches Halbwissen. Na dann. So, ich muss auch wieder los. Jo, hau rein. Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Kannst du für mich eine Ausnahme machen? Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Fort sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Bring mir etwas bei. Na gut. Aha, Attributpunkte, erfahrener Jäger, Bücherwurm, Praktiker, kannst du eine Erfahrung für erledigte Missionen, Feilscher, Seiten, alles schon spannende Dinge. Erhöht den Kampfwert, aber dafür bin ich nicht intelligent genug. Überlebenswert. Ah, geht noch weiter. Gibt es überhaupt irgendwas, was ich hier lernen kann? Nö. Können wir alles nicht leisten. Attribut. Advokat. Zahle weniger für deine Verbrechen. Ich will sowieso nichts für meine Verbrechen bezahlen, da ich keine Verbrechen begehe. Ich mache das ja immer alles ganz vorsichtig. Schwache Tiere greifen nicht mehr an. Das ist natürlich auch schon mal. Ich habe keine Ahnung, wie meine Kälte ist, aber wenn es zwischen 0 und 20 liegt, bekomme ich Magie, Psi und Stim. Bei 40 bis 60 Nahkampfschaden. Und zwischen 80 und 100 Fernkampfschaden. Aha. Da bin ich ja. Naja. Ich glaube, von der Alten brauche ich nichts lernen. Jetzt ist sie schon wieder weggerannt hier. Jetzt setze ich mal. Oh. Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Matt Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Dir gehört das Vergnügungsviertel? Hörst du mir nicht zu? Ja, mir gehört das Vergnügungsviertel. Die Bar, das Freudenhaus und alles andere, was hier in der Scheißwüste Spaß macht. Jetzt verstanden? Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll habe. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück mit all ihren Regeln und Gesetzen. Oh, na dann. So, ich muss auch wieder los. Ich speichere mal ganz kurz und gucke, ob ich mich
hier reinsneaken kann. Hier wird nicht rumgeschlichen. Siehste, hat gar keiner gemerkt, dass ich hier bin. Ich bin so unglaublich unauffällig. Ich hab echt nicht damit gerechnet, dass das klappt. Wie cool war das denn? Oh. Bin gerade so ein bisschen von mir selbst begeistert. Oh. Ich bin in ein Loch gefallen. Das gibt's doch nicht. Okay. Aber das machen wir doch glatt nochmal. Bup. Was soll das denn jetzt werden? Alles cool, das merkt doch keiner. Ich bin einfach gestorben, weil ich runtergefallen bin und nicht schnell genug geflogen bin. Ach, wie gut. Wenn ich jetzt aufstehe, merken die das oben? Nee, ne? Da gehe ich nicht nochmal rein. Erstmal mal hier den Raum durchgucken. Aha. Radio Doranz. Aha. Offenbar gibt es solche und solche Dingenszangen, wie auch immer die mal noch heißen. Chloes Truhe. Wollen wir es versuchen? Fick die Waldfee. Ach so. Eine Handgranate. Asselfleischsuppe, die habe ich schon. Knochenmark, Brühe. Aha, wir nehmen ihr Klopapier weg. Sie hat tatsächlich hier unten ihr eigenes Klo. So wahnsinnig spannend war das jetzt nicht. Das heißt, wir gehen tatsächlich einfach nochmal hier ins Loch. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Die Spitzhacke kann ich nicht mitnehmen. Ein alter Waffentestbericht. Das muss ich doch sehen. Ich weiß. Race Steckbrief. 1000 Splitter Belohnung. Ablieferung um Mitternacht am Haupteingang zum Vor. Ich werde dort täglich mit der Belohnung warten, bis mir jemand dieses Schwein ausliefert, tot oder lebendig. Big W. Big, big W. Ja, Okay. Ray, unser Kollege. Was haben wir hier? Das ist der Björn! Würde ich mal ganz stark behaupten. Ich habe ihn selten von hinten gesehen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Wie cool. So, was haben wir hier noch? Aha, alter Waffenbericht, Waffentestbericht. Testsprengung um 10. Erfolgreicher Abschluss ohne einen Zwischenfall. Der Test war ein voller Erfolg. Die versprochene Sprengkraft war keinesfalls übertrieben und wir können auf dieser Grundlage weiterarbeiten. Bitte um Freigabe. Aha. Das heißt, wir sind hier im Waffentestgelände, scheint mir. Na dann. Super unauffällig. Für die, die es nicht aus früheren Folgen kennen, wir haben genau das hier getan. Ein bisschen Erz aus der Wand gekrümelt. So. Oh. What the fuck? Aha. Das ist hier die Hinrichtungs
Städte, wa? Tja, da muss ich nochmal rüber und mir das alles angucken. Der Fug. Irgendwas Explosives ist uns um die Ohren geflogen gerade. Noch ein toter Outlaw. Ich wollte mich mit denen da gar nicht anlegen, aber es scheint, ich bin jetzt im Kampf. Speichere ich hier oben mal schnell einmal. Dann gehe ich nochmal darüber. Oh, na toll. Lass mich in Frieden, du blöder Schakal. Ich kümmere mich darum. Nee, ich habe mich darum gekümmert. Okay, na gut. Oh, hi Fred. Hallo Outlaw. Hallo Outlaw. Hallo Schakal. Wie läuft's bei euch? Hallo Ratte. Knochen. Ich weiß gar nicht, was ich mit Knochen soll. Okay, das macht hier nicht so unbedingt den Eindruck, als wenn ich hier wirklich gewinnbringende Dinge finden werde. Pfeile. Und nehmen wir nochmal die. Ach, so. Na gut, der Pfeil war jetzt wirklich ein bisschen verschwendet, aber okay, es macht mir nichts. Dafür habe ich jetzt eine Ratte gefunden. Im Ausgleich. Und ein Stück Metall. Schrott. Aha. Ein hydraulisches Gelenk. Das war scheinbar wichtig. Für irgendwas. Ja, überrascht kommt oft. Nee, wie heißt das? Und bewacht bei Nacht? Nee. Unerwartet. Unerhofft kommt oft, so heißt es. Gibt doch mal. Da hat jemand richtig Spaß beim Hinlegen gehabt, glaube ich. Der hatte eine Rohrzange noch am Start. So, da drüben war ich schon. Okay. Ja, reicht jetzt auch. Abschweifungen hier. Dass ich auch nie beim Thema bleiben kann. Rein. Das ist doch nicht dein Ernst. Manche Dinge brauchen Zeit. Ernsthaft, dafür, dass ich gesehen habe, dass hier was ist, schenken sie mir genau nichts. Ja, das nenne ich mal eine reichhaltige Beute. Das musste ja schief gehen. Na, du redest doch nur Blödsinn. Das kann man sehen, wie man will. Das ist doch nicht dein Ernst. Das musste ja schief gehen. Oh, drei Sätze oder vier Sätze und schon hat man einen Kreis. Oh Mann. Na, du redest doch nur Blödsinn. Na gut.
Dann sind wir hier auch schon fertig. Ich kann ihr schlecht sagen, dass William mich schickt. Das war die einzige Option, die ich zurzeit habe, aber ich glaube, wir müssen erst noch ein paar Optionen freischalten, indem wir andere Locations besuchen. Sie hat irgendwas von einem Freudenhaus und noch was gesagt. Wer ist da? Nichts, nichts. Alles gut. Geh wieder schlafen. Schläft er wieder? Ja. Dann geht's jetzt los. Ich will die Truhe haben. Das hier ist privat. Ach so, sorry, das wusste ich nicht. Ich habe das schon wieder vergessen. Privat heißt aber vor allem, dass es nicht das Freudenhaus ist. Das sieht auch nicht nach Freudenhaus aus. Dabei würde ich mich doch jetzt so drüber freuen. Outlaw. Die Bar, das Freudenhaus und da war noch irgendwas. Das habe ich schon wieder vergessen. Outlaw. Das da vielleicht. Das sieht doch schon eher nach... Das sieht nach Freudenhaus aus hier. Die werden mit Alex beworfen. Hey Hank, schlechte Nachrichten. Unsere Karawane wurde von den Alps überfallen. Psst, bist du wahnsinnig? Losaun ist doch noch lauter raus. Ich hab mir schon sowas gedacht, weil ihr so lange gebraucht habt. Wir müssen es den Leuten sagen. Die Leute müssen erfahren. Verdammt, Kit, hältst du jetzt die Klappe? Wenn die Leute wüssten, dass wir Probleme mit dem Nachschub aus Abessa haben, könnte es zu einem Aufstand kommen. Aber wir müssen es dem Duke sagen. Wir können doch nicht einfach... Entweder du hältst jetzt sofort die Klappe, oder ich bringe dich zum Schweigen. Nein, das geht nicht. Die Leute müssen es erfahren. Nein. Wir müssen handeln. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es. Du wirst mich noch kennen. Steck die Waffe weg. So ist's besser. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Ich wollte über was ganz anderes reden. Das ist schon ein bisschen verstörend. Ich hab deine Warenkiste von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Und jetzt verschwinde. Hä? Das ist... Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm.
Gut, erhalten eine Konservendose. Du gibst doch sicher mehr als nur das Essen aus. Und von wem hast du diese Information? Wer konnte wieder die Klappe nicht halten? Von niemandem. Mein Verstand hat es mir erzählt. Na, sieh an. Ein Schlaukopf. Ein Lichtblick unter den ganzen Klappspaten hier. Also die Jungs bringen mir neben dem Fressen natürlich noch das, was sonst noch im Sand vergraben liegt. Waffen, Munition und allerlei Plunder. Du gehörst zwar nicht zu den Typen, mit denen ich sonst Geschäfte mache, aber du hast jetzt die einmalige Chance, etwas davon zu kaufen. Also, was darf es sein? Das ist eine harte Geschichte. Was nehme ich denn da? Zur Munition nicht. Eine Waffe oder Plunder? Boah. Ach komm. Plunder habe ich genug. Gib mir eine Waffe. Hier. Beachte die paar rostigen Stellen einfach nicht. Eine Speerschleuder. Zeig mir deine Ware. Okay. Futter, 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 Lebenssaft, Rezept, blutiger Burger. Ist alles interessant. Keine Zeit. Keine Zeit. Rausschmeißer sieht aber schon heftig aus. Okay. Er sagte, wir sollen mit den Mädels selber reden. Dann machen wir das doch mal gleich. Achso, erstmal die Speerschleuder angucken. Das ist der Bogen, den wir im Moment benutzen. Das ist die Schleuder. 41, 45. Kann ich auch sogar bedienen, wenn ich es richtig sehe, ja. Hm. 6 Speere habe ich, die ich verwenden könnte. Wahnsinn. Mal kurz. Ich kann mit der nicht anvisieren. Sieht aber schon ganz cool aus. Leider Gottes habe ich nur 6 Schuss, dementsprechend... Probiere ich das Baby jetzt nicht aus. Wie ging das nur noch? Mit Y ist entfernen. So. Okay, und wieder rein. Wer bist du? Ein Outlaw. Okay. Einfach, mal einfach mal reinplatzen, wa? Yo! Cindy und Outlaw, seid ihr tot oder was macht ihr da? Das ist ja knisternde Erotik hier. Wow. Das ist aber auch echt für Leute, die es... Naja, okay. Aber man muss es schon echt nötig haben, wenn man hierher kommt. Du sollst gehen, ich wiederhole mich nicht. Besser für dich. Aha, hier sind die... Nee. Ist bloß irgendein Outlaw. Mit Cindy können wir nochmal reden. Aber ich schleiche mich viel zu gerne in verbotene Bereiche. Ich höre doch keinen Zutritt. Sorry. Mann. Aber jetzt stehen sie alle mit dem Rücken zu mir. Dann kann man hier mal heimlich reinsleepen. Mann, ihr habt aber Stress mit mir gerade, also echt. Okay, reden wir mit Cindy. Hier. Einmal speichern, bevor sie mir wieder endlos viel Knete abknöpft. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... Na, wie die anderen eben.
Kunde? Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Hm. Also nimm es nicht zu persönlich. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Das hat die auch schon gesagt. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Na, dann verbandeln wir die mit dem Duke wieder und er wird frei. Ist doch easy. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Krasse Scheiße. Bezahl mich und ich schaff sie aus dem Weg. Wenn du es wirklich durchziehst, kannst du dir sicher sein, dass es nicht umsonst sein wird. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Oh Mann. Sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Zieh mir etwas Nützliches. Für 100 Tacken. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Danke. Ich danke dir. Ja, nice. Lass mich schlafen. Ich schlafe. Siehst du das nicht? War ja eine ganz schöne Abfuhr, die sie uns da erteilt hat, ne? Was? Nee, du siehst, du gefällst mir nicht. Geh mal weg. Tja. Das ist nämlich das Problem mit hässlichen Menschen. Was? Wie? Oh, sorry, Jungs. Was haben wir denn hier? Ach, das ist wieder die Bar. Dann müssen wir vielleicht doch noch mal ein Stück in der Richtung weiter. Oder wir... Da draußen war ich vorhin.
Das habe ich mir, glaube ich, auch alles angeguckt. Outlaw. Sagte sie nicht, hier gehören drei Sachen? Moment, das habe ich doch hier bestimmt drin stehen. Brüche gemacht. Ach so. Ich soll ja, genau, Schulden eintreiben an Chloe. Ich sollte ja gar nichts rausfinden. Ich soll bloß Schulden eintreiben. Das kriege ich ja wohin. Klö. Hallo, ich brauche ein paar Moneten. Sicherheitshalber nochmal speichern. William schickt mich. Ach nee, geh mir nicht auf den Sack. Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Gib mir die Splitter, sonst hole ich sie mir. Scheiße. Ich weiß nicht, ob du es nicht verstehen willst, aber ich habe nichts. Hier, davon habe ich genug. Ansonsten geht zu Red. Der hat ja noch einen großen Deckel offen. Oh, Tatsache. Ich muss dann mal wieder. Wir geben mir eine Möglichkeit, dran vorbeizukommen. Und dann komme ich doch nicht vorbei. Okay, Red, du Arschgeige. Dem hätte ich fast 100 Splitter gegeben. Okay, ich habe vergessen, wo Red ist. Dementsprechend, war Red nicht der Typ hier am an der Brücke? Ja, genau. Oh, ich hoffe, es ist wichtig. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Zeig mir deine Ware. Habe ich schon mal versucht, bei ihm was zu kaufen? Mechanikermütze? Sonnenbrille praktisch. Schlachterhemd. Oh. Mit dem Schlachterhemd bin ich besser ausgestattet als mit dem, was ich jetzt habe. Für 1000 Tacken. Jägerrüstung trage ich, glaube ich, gerade selbst. Schlachterhose. Werkerhose. Ist identisch. Genau. Die Speichermanner tragen. Amulett der Tarnung. Ach, Spruch Geistgestalt. Ich weiß ja nicht. Mit dem Schlachterhemd überlege ich gerade tatsächlich. Ach, bekomme keine 1000 Tacken. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Wahrscheinlich, ich habe die Splitter, aber nicht hier. Und die schlechte zuerst heißt, ich habe die Splitter nicht, aber ich weiß, wo wir sie herkriegen. Die gute. Ah, ein Optimist. Du erhoffst dir, dass die schlechte nicht mehr so schlimm ist, wenn du die gute gehört hast. Interessant. Also, die gute Nachricht ist, dass ich dir helfen kann, die Splitter zu besorgen. Ich weiß, wo ich genug herbekomme, um alle meine Schulden und noch mehr zu begleichen. Die schlechte Nachricht ist, dass ich keine Splitter habe, die ich dir geben könnte. Aber ich wäre nicht Red, wenn ich nicht bereits einen Plan hätte. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund.
Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Du willst sie berauben? Berauben ist so ein hässliches Wort. Was ich will, ist Werte umverteilen. Ich kenne da jemanden kennt. Dieser jemand kann ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier, aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Red kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Ich höre mir das an. Ich weiß ja sowieso schon, wie ich da hinkomme. Was sollte das denn? Na super. Was willst du, Red? Hey, tschüss. Warum denn so unfreundlich? Womit habe ich das verdient? Vielleicht die mehreren tausend Splitter, die du mir schuldest? Oder... Halt, warte mal. War es vielleicht der Stoff, den du hier geklaut hast? Halt, nee. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es war die Prügelei, die du hier angezettelt hast. Du hast hier Hausverbot. Wieso will das nicht in deinen Schädel rein? Aber... Kein Aber. Ich will dich hier nicht sehen. Verschwinde. Aha. Oh, na gut. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen, Idiot. No. Chloes Wertsache. Wahnsinn. Da ist der. Ei. Du kannst mich beklauen, was? Damit habe ich echt. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Damit habe ich so hart gerechnet. Aber nachdem er tatsächlich mit ihr nur sowas bequatscht hat. Bitter. Aber ich werde mich da jetzt nicht durch Laden wieder aus der Affäre ziehen. Das Schwein bringe ich um. Deine Wut kannst du dir aufheben, bis ich mit dir fertig bin. Du glaubst wohl, du kannst mich unbestraft bestehen. Aber da hast du dich geirrt. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Ich will sie nicht umklatschen, das gibt Ärger. Wenn du glaubst, du kannst gegen mich antreten, versuch's doch. Wenn du es schaffst, mich zu besiegen, dann erlasse ich dir deine Schuld. Und wenn ich gewinne, dann solltest du hoffen, dass du meine Schläge überlebst. Zieh deine Waffe. Mein Schild! Ah!
Ich muss mal ganz kurz neu laden. Du bist gerannt wie ein getretener Schakal. Aber wir zwei sind noch nicht fertig. Oh. So. Okay. Okay, looten kann ich sie offenbar nicht. Erst beklaust du mich, dann verprügelst du mich. Ich gebe mich geschlagen. Aber glaub mir, das wird für dich ein Nachspiel haben. Ah, das wusste ich. Aber jetzt nach oben und Red verprügeln. Diese alte Arschratte. Und ich habe ihre Ware noch, soweit ich das weiß. Diese Made. Dem gehörig die Arschfalte gebügelt. Halt, 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 bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Wenn du das hier überleben willst, will ich eine Entschädigung. Hier, das ist alles, was ich habe. Im Moment läuft es mit dem Betteln nicht so gut. Ich hoffe, das wird erstmal reichen. Nee. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Wovon redest du da? Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann, und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut, zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Und wieso sollte ich dir vertrauen? Solltest du nicht. Du solltest nie jemandem vertrauen. Aber leider hast du bei mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Außer natürlich, du willst gar nicht mehr wissen, wo Chloe ihre Kohle hat. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten. Komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Alter. Wegen Chloe. Hey, hey, immer langsam. So schnell bin ich auch nicht. Lass mir noch etwas Zeit mit ihr. Ich bekomme schon noch raus, wieso sie keinen Tribut an den Duke mehr zahlen kann. Alter, dieser Typ. Ich fass es nicht. Ich bin völlig sprachlos. So baut so eine Scheiße und versucht sich so rauszureden. Ich glaub's immer noch nicht. Ist doch nicht zu glauben. Also echt, das ist doch. Boah. Boah, Alter. Ich lege mich jetzt einfach ins nächstbeste Bett, das ich finde. Davon gab's ja hier irgendwie ein paar mehr. Aha, hier zum Beispiel. Die liegt auch den ganzen Tag nur im Bett, ne? Wer ist da? Das hier ist privat. Hier waren doch überall Betten, verdammte. Ach, hier nicht ein Bett, da ist eins. Da kann man sich aber nicht drauflegen, Goddammit! Aber da kann man sich hinlegen. Schlafen wir bis morgens. Bums, wieder aufstehen. Und dann können wir mal mit Red sprechen. Da habe ich was gesehen. Haha.
So schnell bin ich auch nicht. Ja, halt die Schnauze. Zeit mit dir. Ich bekomme schon noch Raum. Ja, okay. Wir sehen uns später. Er hat gesagt, 1-2 Tage. Gehe ich mal wieder da rein und schlaf noch mal bis morgens. Brei. Ich habe mit Chloe gesprochen. Na also. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Komm zur Sache. Alles klar. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Der will mir auf die Schnauze hauen. Tut es mir leid. Das ist doch locker eine Falle. Ich hab schon genug Piranha Bytes Games gespielt, um zu wissen, dass das nur eine Falle sein kann. Den es interessieren würde. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Blake ist der Typ, der uns beauftragt hat, rauszufinden, warum sie kein Schutzgeld zahlen kann. Das ist total seltsam. Oder nicht, Blake? Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Ich wäre nicht Red, wenn ich keinen hätte, oder? Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Nee, William ist der... den ich für den Boss. Woran denkst du? Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Warum durchsuchst du nicht seinen Kram? Hey, Freundchen, hat William mir oder dir den Auftrag gegeben? Ich muss dir auch gar nicht helfen. Ich mache das hier für dich, okay? Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Der haut mich doch wieder in die Pfanne. Das sehe ich doch jetzt schon. Boah, ist das ein anstrengender Typ. Okay, das passiert mir nicht in einer Folge 2-mal. Das heißt, ich beende an dieser Stelle die Folge. Weil wir... Oh, Alter, ist das schon wieder eine lange Folge. Und Tschüssikowski.